Bastila, ihr lebt. Endlich ein Lichtblick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Hallo Leute, und ein weiterer Part ist angebrochen mit Bastila hier bei Star Wars Knights of the Old Republic. Wir haben versucht, euch zu finden, oder habt ihr das vergessen? Verstehe. Aber jetzt, wo ich wieder die Verantwortung für diese Mission trage, werden wir die Dinge richtig machen. Hoffentlich verläuft unsere Flucht von Taris etwas ruhiger als diese Rettung vor Brejik. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen. Und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Ja, ich finde aber, der Karth hat nicht Unrecht. Jetzt beruhigt euch, das hilft uns nicht weiter. Ihr habt recht, momentan demonstriert ihr nicht gerade Führungsfähigkeiten, Bastila. Karth, ihr könnt mit einer Vorgesetzten nicht zu sprechen. Also ehrlich gesagt, denken tue ich zwei, aber sagen tue ich eins. Ja, ihr habt natürlich recht, ich muss mich entschuldigen, Karth. Das war eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich für jeden Rat dankbar. Was schlagt ihr also vor? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Karth. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulka und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Macht euch keine Sorgen, ich werde das nicht zulassen. Gut, was jetzt? Suchen wir einen Weg, um von diesem Planeten herunterzukommen. Ich fühle eins, aber ich sage zwei. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Cantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Bei unserer ersten Begegnung ist etwas Seltsames passiert. Eine Art Vision. Eine Vision? Wovon? Von euch. Ihr habt gegen einen dunklen Jedi gekämpft. Revan, nehme ich an. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Wollt ihr damit sagen, dass ich die Macht nutzen kann? Machtempfänglichkeit? Was meint ihr damit? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Ich könnte also ein Jedi werden? Oh nee, das glaube ich nicht. Das war nicht das erste Mal, dass ich eine Vision hatte. Stimmt, ganz am Anfang vom Spiel hatten wir auch schon eine. Das war nicht das erste Mal. Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen, egal wie. Neuer Tagebucheintrag. Natürlich hat Bastila recht und wir müssen schauen, dass wir von Taris runterkommen. Aber natürlich möchte ich als erstes noch... das sind alle unsere Freunde. Möchte ich noch mich um das Rakgul-Serum kümmern? Kann ich mit Bastila... Wie kann ich helfen? Möchtet ihr mit mir darüber sprechen? Ich würde gern wissen, was passierte, als ihr auf Taris abgestürzt seid. Was habt ihr und Karth gemacht, bevor wir uns zusammenschlossen? Bevor wir euch gerettet haben, wollt ihr das sagen? Wir haben euch gesucht. Ja, das sehe ich ein. Aber es gab sicher noch einen anderen Grund. Schließlich gab es keine Leuchtsignale, die euch den Weg wiesen. Trotzdem habt ihr mich gefunden. Kurz und knapp, ihr wurdet auch nicht von den Sith entdeckt. Ihr habt herausgefunden, dass die Vulka mich gefangen hielten, nahmt am Rennen teil und wurde zum Swoop-Meister auf Taris. Was soll ich sagen? Ich bin einfach ein talentiertes Individuum. Ich hatte viele Helfer. Karth, Mission, Salbar.
Eure Bescheidenheit ist bewundernswert, aber trotz Hilfe anderer habt ihr diese Ereignisse ausgelöst. Als man euch für diese Mission auswählte, hätte niemand das von euch erwartet. Ein Jedi hätte das problemlos tun können, aber nur mit Hilfe der Macht. Wollt ihr damit sagen, ich kann die Macht kontrollieren? Fragen wir mal das. Die Macht steckt in jedem von uns, aber für die meisten ist sie nur ein kaum vernehmbares Flüstern. Auch außerhalb des Jedi-Ordens gibt es Individuen, die für die Macht empfänglich sind. Es ist für mich offenkundig, dass die Macht durch euch operiert. Es gibt keine andere Erklärung für euren überragenden Erfolg. Dennoch bin ich nicht sicher, was ich mit dieser Erkenntnis machen soll. Wenn ihr jünger wärt, würden euch die Jedi möglicherweise als Schüler aufnehmen. Aber so wie es aussieht... Was meint ihr damit? Seid froh, dass ich empfänglich für die Macht bin, sonst hätte ich euch nicht streiten können. Immer dieses Thema, wer wen gerettet hat. Ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Erstens. Es tut mir leid, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Ich spreche von Dingen, die besser dem Jedi-Rat überlassen werden. Lasst uns einfach die Tatsache akzeptieren, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich hoffe, dass es uns mit euren Fähigkeiten, meinem Jedi-Wissen und dem Können unserer Begleiter gelingt, von diesem Planeten zu fliehen. Ja, Tagebucheintrag. Gut, Bastila, das ist... Du redest auf einmal ganz anders als im letzten Part und am Anfang von dem Part. Bastila sagt, es gibt Anzeichen dafür, dass die Macht sehr stark in dir ist. Sie wollte jedoch nicht weiter darüber reden, dass sich der Rat der Jedi damit beschäftigen muss. Gut, dann Karth. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich würde gerne unser Gespräch fortführen. Habe ich nicht deutlich genug gemacht, dass ich darüber nicht mehr reden will? Glaubt ihr, ihr fühlt euch besser, wenn ihr darüber sprechen könnt? Hört mal gut zu, Schwester. Nur weil wir zusammenarbeiten, heißt das noch lange nicht, dass ihr mir mit eurer Fragerei auf die Nerven gehen dürft. Haben wir jetzt noch ein Problem? Ihr seid verflucht nochmal die frustrierendste Frau, mit der ich je zu tun hatte. Gibt es eigentlich keinen anderen, den ihr schikanieren könnt? Was genau findet ihr jetzt so frustrierend? Oh nein, darauf falle ich nicht rein. Ich bin doch nicht von gestern. Und ihr meint, ich sei frustrierend? Was? Ich? Was habe ich getan? Das wisst ihr nicht, typisch Mann. Ich... Okay, ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Seht, ich glaube, ich könnte jemanden vertragen, mit dem ich reden kann. Ich bin es nur nicht gewohnt. Und ich weiß nicht, warum euch das so interessiert. Aber bitteschön, ich fange an. Wenn ich an all die Leute denke, die uns verraten haben. Aber es gibt einen, der sie alle überragt. Einen, den ich am meisten respektiert habe. Soul. Vom Saulus zu Paulus. Ihr sagt diesen Namen so, als ob ihr ihn als ob ich ihn kennen sollte. Ihr kennt ihn nicht? Ich glaube, den kennt jeder. Admiral Saul Carath ist der Commander der gesamten Sith-Flotte. Er ist ein Grund dafür, warum Malak sich im Krieg so gut geschlagen hat. Saul war mein befehlshabender Offizier, als die mandalorianischen Kriege ausbrachen. Er zeigte mir, was es heißt, ein Soldat zu sein. Ich bewunderte ihn. Saul kam zu mir, bevor er ging. Er meinte, die Republik befände sich auf der Verliererseite und ich müsse langsam an das eigene Überleben denken. Mittlerweile weiß ich, dass er damals versuchte, mich für die Sith anzuwerben, aber damals wollte ich mir das nicht eingestehen. Ich stritt mich mit ihm, bis er wütend wurde und ging. Ich sah ihn nie wieder. Ihr denkt doch nicht, dass er die Republik verraten würde. Saul war mein Mentor. Er hatte uns zu so vielen Siegen über die Mandalorianer geführt. Manchmal aus scheinbar aussichtsloser Position. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Das konnte er nicht ernst gemeint haben. Aber natürlich hatte ich mich geirrt. Er war nicht nur zu den Sith übergelaufen, sondern lieferte ihnen auch noch die Codes, mit denen sie unsere Scanner umgehen konnten. Ich erinnere mich noch genau, als der erste Sith-Bomber unseren Verteidigungsgürtel umging und die Hälfte der angedockten Schiffe zerstörte. Ich wusste sofort, was geschehen war. Ich hätte ihn aufhalten können. Ich hätte das alles verhindern können. Ihr macht euch also Vorwürfe, weil ihr eurem Freund vertraut habt? Saul trägt die Schuld, nicht ich. Ich war so dumm, die Gefahr zu ignorieren und fast hätte er uns alle umgebracht. Ich bekämpfe Saul jetzt schon seit Jahren und wenn ich ihn eines Tages zu fassen kriegen sollte, wird er für seine Taten bezahlen. Er wird es bereuen. Okay. Das wäre dann alles, ja?
Das ist schrecklich. Ich fühle mit euch. An eurer Stelle würde ich dasselbe tun. Schrecklich. Ich fühle mit euch. Nun, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Aber ich will jetzt nicht darüber reden. Lasst uns gehen. Okay. Neuer Eier. Der zieht sich mit seiner Geschichte wie ein Kaugummi. Mission. Hey, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne mit dir über deinen Bruder sprechen. Ich war bei unserer letzten Unterhaltung ein bisschen zickig. Tut mir leid, aber Griff ist ein heikles Thema. Es ist mir peinlich, über ihn zu sprechen. Oh, peinlich? Wieso? Das ist kompliziert. Griff war nicht gerade beliebt. Er hat so seine Fehler. Aber ich habe ihn trotzdem geliebt. Und das verstehen gewisse Leute eben nicht. Griff hat mich aufgezogen. Meine Eltern kenne ich gar nicht. Er brachte mich nach Taris, als ich 5 war. An die Reise erinnere ich mich bis heute. Wir hatten uns in einer Kiste im Frachtraum eines Frachters versteckt. Und wir hatten kaum Wasser und fast nichts zu essen. Ein Flug erster Klasse sieht anders aus. Ihr wart blinde Passagiere? Ich kenne selbst nicht die ganze Geschichte. Ich war noch ziemlich jung. Aber mein Bruder hatte Schulden. Vermutlich wurde er auch gesucht. Ich weiß es nicht. Wir mussten den Planeten heimlich verlassen. Das war unsere einzige Chance. Ich meine, wir waren keine Verbrecher oder so. Das heißt, mein Bruder wohl schon. Deshalb will ich nicht über ihn reden. Eigentlich ist Griff kein übler Kerl. Sicher, mein Bruder hatte Probleme. Aber er war immer für mich da. Er gehört zur Familie. Man muss zu seiner Familie stehen. Absolut. Ja, das versuche ich dir ja zu sagen. Ich weiß nicht, wo ich ohne meinen Bruder gelandet wäre. Er war ein Spieler. Und ein Säufer. Und er hat sich ständig Geld geliehen, um seine tollen Ideen zu realisieren. Aber er hatte ein gutes Herz, weißt du? Er hat mir beigebracht, zu überleben. Er hat mir gezeigt, wie ich mich in das Sicherheitssystem eines Computers hacken kann. Wie ich ohne Zugangscodes in ein Gebäude komme. Wie ich erkenne, wem man sein Geld anvertrauen kann. Für mich klingt das, als war er nichts anderes als ein Kleinkrimineller. Das sind recht praktische Fähigkeiten, Mission. Ja, Griff war ein guter Lehrer. Ich vermisse ihn schrecklich. Ich hoffe, dass er eines Tages wiederkommt. Er hat es mir versprochen. Warum hat er dich alleine gelassen? Dieser Griff klingt nicht, als würde er sich dann zum Sprechen halten. Erstens, warum hat er dich alleine gelassen? Er hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Es ist alles Lenas Schuld. Sie hat einfach mit ihren langen Wimpern geklimpert und schon ist er abgehauen. Wer ist Lena? Ich will nicht über Griff und Lena reden. Wenn ich nur an dieses Weltraumflittchen denke, platzt mir schon die Galle. Soll ich mich darüber ärgern, dass mein Bruder mit dieser intergalaktischen Schlampe durchgebrannt ist? Oder willst du, dass ich dir helfe? Ja, weißt du denn gar nichts über den Planeten, auf dem wir uns aufhalten? Alles in allem ist Taris nicht übel. Bleib einfach in der Gegend, in die du gehörst, und misch dich nicht in Daviks Angelegenheiten ein. Dann kann dir nichts passieren. Okay, danke für die Information. Hey, kein Problem. Ich bin schließlich hier, um dir zu helfen. Das ist nett. Gut, mit Salba kann man in der Regel wenig reden und wenn, dann ist es immer sehr laut. Wir nehmen mal mit Bastilla und Karth, denn mit den beiden waren wir jetzt lange genug unterwegs. Jawohl. In Kinkunobamuli Rachinkun, Tonghai Tun Kunching, Nibobo Jimata, Nipunaje, Dolpi Kiknyunyan. Ich dachte schon, das ist der von da hinten, aber da hat man stehen sehen. Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln. Ja, ich will mal keine Aufmerksamkeit. Ihr müsst mich mit jemandem verwechselt haben. Da bist du von Konki Pankpa. Chingpalachiska Muli. Tuni Rana no Prata Dunk no Sarchadoma Wama Kun Bestoma. Nishakji Locha Kin Kun no Bamuli Rajikun. Rundi Hadonga Kuhungabi. Wana Kunbes. Jink palamul tong king ba na konkek. Tung ting tachun kun nek mulira best. Candrus, ist das nicht der Mandalorianer, der für Davik arbeitet? Ja, ich glaube, den haben wir unten in den Slums getroffen, oder? Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aitao donga, tulpada bonk molya gando danago churchut. Moga shampungpa, bola wana chikni.
Bamulnislik Mopoda Nawanga kun bist mulira best. Tonghai tuam Gigi Yumalith pa anginkotu. Tolba da bunk walya gando de nago chuchut. Kachi chua itha haudunga. Yumalith kain. Das hat jetzt zweimal gesagt. Chilo mulra de ne bobo. Unko kun bis kang. Bamulara. Aber in der zweiten Übersetzung verliert es ein bisschen. Danke für die Nachricht. Ich werde mich in der Kantine mit ihm treffen. Du solltest vor allem schneller reden, denn Geduld gehört auch nicht zu Swoop-Bike-Champions-Fähigkeiten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir... Wo habe ich denn Chancen, dass ich hier rauskomme? Das weiß ich schon gar nicht mehr, war schon so lange nicht mehr hier. Das ist der Aufzug. Nein, Dias Apartment. Da ist der Aufzug. Wer war nochmal? Dias Apartment... Ja. So. Na. Okay. Ja, Twi'lek. Gut, wie schon gesagt, ich will jetzt mal... Hallo, Sith Trooper. Da ist die Klinik, genau. Da ist die Kantina, da müssen wir also dann quasi auch hin. Aber zuerst gehen wir zur Klinik. Ich will mich um das Rakgul-Serum in diesem Part noch kümmern. Ups. Was machst denn du für Tanzbewegungen? Bastila, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wie konnten diese Vulker eine berühmte Jedi wie euch gefangen nehmen? Wart ihr nach dem Absturz eurer Rettungskapsel bewusstlos? Nein, ich war bei vollem Bewusstsein. Aber meine Kräfte waren nach meiner Machtmeditation in der Schlacht um die Enderspire erschöpft. Ohne meine Hilfe hättet ihr das Schiff niemals lebend verlassen. Ja, sicher. Aber ich weiß, wie die Jedi kämpfen. Diese Strauchdiebe hatten gegen euer Laserschwert doch nicht die geringste Chance. Mein Laserschwert war weg. Ich konnte es nach dem Absturz nirgends finden, obwohl ich die ganze Kapsel durchsucht habe. Ohne meine Waffe war ich für die Vulker also eine leichte Beute. Moment, nochmal zum Mitschreiben. Ihr habt euer Laserschwert verloren? Ist das kein Verstoß gegen irgendeine eurer Jedi-Regeln? Das ist sogar gegen der Verstoß gegen eine der obersten Jedi-Regeln. In dieser Galaxis wimmelt es von Jedi. Warum bekommen ausgerechnet wir einen Psychopathen? Was? Vielleicht ist der Verlust des Laserschwerts eine Nebenwirkung von Kampfmeditation. Lasst sie in Ruhe, Karth. Nehmen wir mal zweitens. Das ist nicht witzig. Durch den Aufprall muss mein Laserschwert... Es hat sich von meinem Gürtel gelöst und ist unter meinen Sitz gerollt. Vermutlich haben es die Vulker gefunden, als sie das Wrack durchsuchten. Hey, 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 ganz ruhig. Tut mir leid. Ich finde es nur lustig, dass eine legendäre Jedi ihr Laserschwert verliert. Soll ich euch was sagen? Ich würde diesen Fauxpas nicht an die große Glocke hängen. Ich bin alles andere als eine Legende, Karth. Aber ich werde euren Rat beherzigen, wenn ich dem Rat der Jedi die Ereignisse schildere. Schließlich müssen die Jedi nicht alles wissen. Aha. Und auf einmal ist es mit der Ehrlichkeit gar nicht mehr so weit her. Du kriegst das Serum nicht. Du kriegst es. Schön, euch wiederzusehen. Bedürft ihr der Heilung oder einer Behandlung? Ich kann beinahe jedes Leiden direkt hier vor Ort behandeln. Bis auf die Rakgul natürlich. Natürlich. Ich habe das Serum, das für die Heilung der Rakgul-Krankheit benötigt wird. Ihr habt das Serum? Unmöglich! Wie habt ihr es bekommen? Nein, wartet, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Kann ich es sehen? Das Serum, meine ich. Ich muss sehen, ob genug vorhanden ist, um es zu analysieren und mit der Massenfertigung zu beginnen. Einen Moment bitte. Was ist mit meiner Belohnung? Nein, da nehmt. Mal sehen. Ja, das ist es. Ein Heilmittel für die Rakgul. Mit dieser Probe kann ich genug Serum für alle herstellen. Die Leute von Taris stehen tief in eurer Schuld. Leider kann ich diese Schuld nicht tilgen. Nehmt diese kleine Belohnung. Es ist alles, was ich erübrigen kann. Ein paar Credits und 2 Medikits. Behaltet eure Belohnung, Zelka. Wir benötigen sie
Ihr benötigt sie mehr als ich. Ich danke euch, Zelka. Das geht so in Ordnung. Ihr überreden Zuschuss zwischen... Behaltet eure Belohnung. Ihr seid wahrlich nobel und großzügig. Und eure Bemühungen sollen belohnt werden. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich gewähre euch Rabatt, wann immer ihr bei mir einkauft. Das ist das Mindeste. Das ist nett gemeint. Wir sind froh, dass wir die Leiden dieser Leute etwas lindern konnten. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nein, danke. Lebt wohl und gute Gesundheit. Wenn ihr jemals medizinische Hilfe benötigt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Gut. Wir haben eine Mission erfolgreich erledigt. Kann ich mit... Ihr habt es echt versaut. Wenn ihr Zax das Rakgul-Serum gebracht hättet, hätte er euch ein hübsches Sümmchen gezahlt. Aber nein, ihr musstet ja auf ehrenhaft tun. Ja, mussten wir. Gut, Leute, ich würde sagen, wir werden weiterarbeiten. Vielleicht finden wir ja Bastillas Laserschwert noch, wer weiß. Und zwar im nächsten Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Bis dann. Ciao.